Ein Space Shuttle darf bei keinem Weltraumforscher fehlen. Heute haben wir mal hier ein schönes von Kobi in einer Neuauflage. Es gab schon mal eins von Kobi, hier hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Wollt ihr wissen, was so anders ist und wie es dann generell auch so vom Aufbau gewesen ist? Ob er hier vorne Platz drin findet, was man mit dem Satelliten alles so Schönes machen kann? Dann bleibt einfach mal dran. Wir packen die ganzen Teile mal aus, schauen sie uns an, bauen dieses schöne Shuttle auf und zum Abschluss gibt es ein Review und das Fazit von Daniela und mir. Hallihallo, mein Name ist Sascha und ich begrüße euch, liebe Weltraumforscher und Klemmbaustein-Freunde, zum neuen Video auf unserem Kanal Klemmbaustein-Kastens. Heute haben wir, nicht ganz im Zuge der 50 Jahre Mondlandung, aber trotzdem jetzt in den Zeitraum rausgekommen, ein Set von Kobi mal wieder, das Space Shuttle Discovery. Mit einem Satelliten und einer Minifigur natürlich, wie es sich für ein Space Shuttle gehört, denn ohne fliegt es sich nicht ganz so gut. Das hat sich wohl auch Kobi gedacht, denn, ganz wichtig, die Setnummer ist die 21076A. Es gibt die 21076 auch noch von Kobi. Die hat aber etwas weniger Teile, nämlich 310 und nicht 352 und keine Minifigur. In der Neuauflage ist eben diese Minifigur dabei, ist alles ein bisschen größer geworden oder zumindest ein paar Teile mehr verbaut und auch der Satellit sieht anders aus. Also hier sind dann blaue Solarpanel dabei, der ist etwas gestauchter, würde ich jetzt mal sagen. Der andere Satellit ist ein bisschen länger und hat so orange-rötliche Solarpanel. Also deswegen ganz wichtig, das ist die neue Variante. Auch hier haben wir so ein bisschen Hintergrundinformationen zum Space Shuttle. Also, dann packen wir das jetzt einfach mal aus und gucken mal, was da so los ist in der Packung. Was da so an schönen Teilen sind und dann bauen wir das Ganze auf. Und zum Abschluss gibt es dann von Daniela und mir ein kurzes Familienfazit zu dem Set. Denn auch wenn man hier ein bisschen Funktionalität hat und vielleicht man da ein bisschen mehr mitspielen kann, ist es ja kein so Kinderspielset im klassischen Sinne, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, da kommt gleich einiges entgegen. Auch wieder eine große Anleitung und hier haben wir zwei Boeings als Werbung. Hier ist der Starliner. Und hier unten ist das Apollo-Landemodul, auch in der neuen Variante. So, gucken wir mal ganz kurz. Hier sind die zwei. Alles der erste Bauschritt. Hier Vorderteil vom Space Shuttle. Gucken wir uns gleich noch an. Einmal aufklappen. Hintergrundinformationen. Sogar hier ein paar alte Segelschiffe, große Fregatten. Interessant. Bilder von dem Ganzen, sehr schön. Freut mich, dass da Background-Informationen eben wie so oft oder wie bisher immer auf Englisch, aber immerhin Background-Informationen dabei. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir packen das Ganze jetzt mal aus und dann schauen wir uns die Teile an und legen los mit dem Aufbau. Und schon geht's los mit den Teilen vom Space Shuttle. Hier ein bedruckter Stein mit United States und Flagge. Dann hier eine Klappe mit NASA-Zeichen. Hier nochmal die USA-Flagge und Discovery, Name des Space Shuttles. Ansonsten hier sehe ich jetzt eigentlich nur Standardteile. Hier der vordere Teil unten vom Space Shuttle. Der Rest erscheint mir recht allgemein. Hier eben auch nochmal so Klappflügelteile. Okay, legen wir mal los mit dem Aufbau. So, ein bisschen Grundlage, Basis vom Space Shuttle ist bereits gebaut. Ja, hier kann man die Form schon erkennen. Alles Platten und Fliesen, Flügelteile, Flügel, Fliesen. Wunderbar. Und hier die beiden bedruckten Klappen dazu. Und hier auch die entsprechenden Ruder, die dazu gehören. Sehr schön. Ja, das ist jetzt ja, einfach Platten- und Fliesenarbeit. Mehr ist das erstmal nicht. Alles gut, Qualität gut, passt wunderbar, weiß und schwarz, sieht sehr schön aus. Weiter geht's. So, wir sind mit dem ersten Bauabschnitt auch schon fertig. Das war jetzt alles relativ einfach und unspektakulär an und für sich. Der Aufbau schön hier mit den Steinen, Fliesen, Flügelteilen, Platten. Hier vorne eben das Cockpit-Teil, alles sehr schön.
Interessant wurde es hier hinten mit den Antriebsdüsen. Ich mache die gerade mal hier ab. Ja, da sind so kleine Böbbel drin. Und die sind im Endeffekt, sind die da reingesteckt. Das sind Brick Modified, die man kennt, die auf einer Seite auch noch eine Noppe haben und hinten eben entsprechend hohl sind. Dadurch kommen die da rein und können da reingesteckt werden und sitzen fest. Das ist eine nette Idee. Ein bisschen Abwechslung in der Bauart. Macht Spaß. Ja, also ne, das Space Shuttle wird so langsam. Jetzt kommt Bauabschnitt 2. Gucken wir uns da mal die Teile an. Allen voran, wie immer, wenn sie dabei sind, die Minifiguren. Hier ist der Combadre in Orange, schön bedruckt. Ich komme nochmal näher, dann könnt ihr euch den Druck nochmal besser angucken. Und natürlich Helm mit Visier. Ich finde schön, dass bei den Kobi-Figuren die Helme größere Visiere haben. Das sieht irgendwie authentischer aus, finde ich. Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir so ein kleines Trans Clear Teil. Das wird dann wohl die Cockpit-Scheibe vom Discovery Space Shuttle sein. Dann natürlich hier, ups, weg ist er. Da das Cockpit auch bedruckt mit Discovery und schwarz. Sehr schön. Hier für hinten darf natürlich nicht fehlen. Dann haben wir hier noch eine Fliese, die sieht so ein bisschen aus, als wäre die mit Fenstern bedruckt. Mal gucken, wo die hinkommt. Ansonsten haben wir hier nichts Besonderes mehr, wobei, nee, das ist auch ein normales Teil. Okay, gut, dann baue ich mal weiter. Jetzt haben wir hier noch die kleinen Antriebsdüsen, die zwei hier gebaut mit den Aufsätzen. Das ist ein Teil, was dann oben drauf gesteckt wurde. Die Antriebsdüsen hier, vielleicht erkennt ihr sie. Ich mache gerade mal ab. Das ist, wenn man es in Braun hat, der Eimer, den wir euch bei der kleinen Molkerei gezeigt haben. Und hier eben jetzt als Antriebsdüse. So, dann haben wir sonst nichts mehr weitergebaut. Das waren jetzt hier ein paar Einzelteile mit Bauumkehr auch, dass man hier unten dann entsprechend da die Slopes nach unten bauen kann. Was noch interessant ist als Teil, das habe ich vorhin nicht gesehen, sind hier diese kleinen Teile. Das sind Viertelkreise, wirklich einmal eins im Endeffekt. Also die gibt es nicht nur in größeren Teilen, wie zum Beispiel eben dann für die Rakete oder so, sondern eben auch hier in klein. Und dann bauen wir mal weiter. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Hier vorne ist alles drauf gekommen. Scheibe rein, Vorderteil oben drauf, vorne die Schnauze drauf und hier die bedruckte Fliese. An den Seiten hier Slopes, runde Slopes, dann die Greifarme auf beiden Seiten das gleiche. Hier ist die Vorrichtung für den Satelliten. Ja, das ist über so Gelenkteile von Kobi gelöst bisher, damit man das wenigstens so ein bisschen hin und her bewegen kann. Okay, viele Teile sind es nicht mehr. Der Großteil ist dafür für den Satelliten. Das heißt, ich baue das Space Shuttle jetzt fertig und dann gucken wir uns das gute Stück zum Abschluss nochmal genauer an. Das Space Shuttle Discovery ist fertig. Hier mit Satellit, der hier drauf gesteckt wird. Oh, da bleibt auch gleich die Halterung mit drauf. Ja, die machen wir mal hier ab. Gucken wir uns gleich noch an. Schauen wir mal hier hinten. Klar, noch das letzte Teil dran gekommen und hier unten das Fahrwerk. Räder zum Drehen hier und hier. Dadurch kann das dann dementsprechend fahren und mit den Bremsklappen auch entsprechend langsamer werden, wenn es dann gelandet ist. So, den Satelliten. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Hier die bedruckten Fliesen in 2x8. Schön mit dem Solarpanel. Und ansonsten ja hier ein paar runde Teile, Viertelkreise im Endeffekt drumherum gebaut. Bauumkehr natürlich dementsprechend mal wieder dabei. Hier hinten die kleine Klappe zum Auf- und Zumachen. Da ist jetzt nichts drin. Das ist die Dekoration. Und dann hier die beiden Stangen. Und hier, das ist die Halterung. Das sind eben diese Jumper Plates, die es von Kobi gibt, die einfach einen etwas höheren Pin haben. Dadurch kann man die Sachen dann eben auch entsprechend fester draufstecken und kriegt sie aber dann trotzdem gut ab. Ja, kleiner, feiner Satellit. Ziemlich groß im Endeffekt dann doch, wenn man hier jetzt dran denkt, dass man im Endeffekt den hier hat. Und dann kriegt man den so hier nicht rein in das Space Shuttle. Das heißt, das zeigen wir auch in der Anleitung, dass man den zerlegen muss.
heißt Solarpanel ab. Und da bleiben dann halt jetzt leider dann doch mal ein paar Einzelteile dran hängen. Aber wir versuchen mal, ob wir den so jetzt hier reinkriegen. Es wird schwierig. Bin gespannt. Okay, wir machen jetzt das doch mal hier runter. Das kommt hier dran. Das ist ein bisschen blöd. Ja, also da muss man dann ein bisschen aufpassen. So, den hier reingelegt. Das passt soweit. Ja, hier, das sieht schon mal gut aus. Dann heißt es jetzt, die Einzelteile unterzubringen. Machen wir hier gerade mal noch das Teil dran, nicht, dass wir das vergessen. So, zack, zack. Dann noch die beiden Stangen dazulegen. Ja, also es geht, man muss da jetzt nicht drücken. Das passt, alles drin verstaut. Und dann kann man jetzt die Klappe zumachen. Und dann kann es in den Orbit gehen und abheben, fliegen, nicht gehen. Okay, gucken wir mal noch hier, Zollstock bereit. Die Discovery hat gute 30 cm in der Länge. Hinten gemessen am höchsten 14,5. Und in der Breite mit den Flügeln sind das ja, gute 20 cm. Natürlich haben wir hier noch unseren Piloten. Der passt leider vorne nicht rein. Der muss sich dann anderweitig beschäftigen. Ein sehr schönes Set, gefällt mir richtig gut. Schöne Bauweisen dabei, eben auch immer diese Bauumkehr, macht mir sehr viel Spaß bei Kobi. Finde ich gut gelöst mit diesen Platten, die auf beiden Seiten Noppen haben. Schöne Drucke, Fliesen sieht man jetzt hier eben auch, Spaltmaßen ein bisschen groß. Ja, könnt ihr nochmal gucken, fällt ein bisschen auf. Aber gut, ja, das kennen wir halt von Kobi und anderen Herstellern schon. Da muss man sich dran gewöhnen oder mit abfinden vielmehr. Aufbau war, wie gesagt, gut. Das passt. Qualität der Steine sehr schön. Hat Freude gemacht. Ein sehr schönes Set. Auf jeden Fall sehr gut geworden. Ich finde schön, dass eine Minifigur dabei ist. Im Gegensatz zu dem Vorgängermodell. Passt. Wunderbar. Gut, dann schnappe ich mir mal jetzt die Daniela und dann kommen wir zum abschließenden Fazit. Auf der Reise durch den Weltraum macht Daniela einen kurzen Zwischenstopp und schon kommen wir zum Klemmbausteinkastens Fazit. Auch wenn Weltraum jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsthemenwelt ist, ich finde die Space Shuttles eigentlich im Grunde genommen, egal von welchem Hersteller, finde ich die Space Shuttles trotz allem ziemlich schön. Auch das hier ist wirklich ein tolles Exemplar. Es ist überall bedruckt. Es ist ja einfach liebevoll gestaltet. Man kann eben auch einige Dinge bewegen, finde ich sehr schön. Was ich faszinierend fand, dass man tatsächlich dann auch diesen Raketenantrieb hinten bewegen kann. Sprich, man kann wirklich eigentlich theoretisch auch damit ein bisschen steuern. Ich finde es gelungen, gut umgesetzt. Für mich ist es ein Daumen nach oben. Dankeschön. Unterm Strich brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich habe im Review ja eigentlich schon alles erwähnt. Es ist ein schönes kleines Shuttle. Es macht Spaß beim Aufbau. Hat auf jeden Fall genug Abwechslung. Kobi-tastische Qualität. Alles richtig gemacht an der Stelle. Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, wir lassen den Satelliten jetzt mal in die Umlaufbahn der Erde bringen und Daniela geht vielleicht mit auf Reise. Wir sind somit am Ende unseres Videos. Hat es euch gefallen, hinterlasst gerne euren Daumen nach oben da. Wenn ihr auch unsere weiteren Videos nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne. Denkt an die Glocke. Genau, das Set, wenn ihr Interesse habt, findet ihr natürlich auch bei uns im Shop. Und wenn ihr ganz gerne auch mal mehr mit uns in Kontakt treten wollt, dann kommt doch einfach mal auf unserem Discord-Server vorbei. Link zu dem findet ihr ganz unten in der Beschreibung. Okay, dann danke fürs Zuschauen, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten Flug.